Leute, und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. Ich bin immer noch auf der guten alten Rachel-Jagd. Sie kann nicht mehr so weit weg sein. Aber wo genau die gute Frau ist, will ich jetzt auch nicht wissen. Es sind überall Lüftungsschächte, ihr seht's. Sie kann von überall kommen, die Frau. Sie hat natürlich den Schlüssel dabei. So, grünes Kraut. Oder noch eins? Nee. Und die gute Frau hält natürlich wieder ewigst viel aus. I want trouble. Guckt euch an, die spawnen immer so dermaßen dumm, dass du einfach nicht mehr wegkommst. Ja, schieß mir ins Gesicht, du räudiger. Und. Ah. Das ist vielleicht das schlechte Geräusch, wenn es nur noch klack, klack, klack macht. Nachdem das Ausweichen immer funktioniert, wenn du Glück hast. Ist das schon immer ziemlich bescheuert gemacht, ja. Aber Capcom ist ja Meister im blöden Spawnpunkt setzen. Das kennen wir ja. Ich höre Ding, Ding, Ding. Ist gerne abgeschlossen. Okay, was ich da jetzt gescannt habe, weiß ich auch nicht. Sind wir wieder hier? Hab ich in dem Spinn schon reingeguckt? Nein, da ist noch Munition drin. Heilzeug wäre mir lieber. Komm, Rachel. Das ist wieder so eine tolle Spam-Kugeln, bis du tot bist. Situation. Ach, Parker, du kommst auch mal. Ach ey. Guck mal, wie schnell das viel lauter da. Sind wir jetzt endlich tot, ja, Rachel? Gott. Mit dem MP5 haben wir keinen Schaden machen. Was ist jetzt an Rachel so besonders, dass sie anders mutiert und mehr aushält als die anderen? Das habe ich auch nie verstanden. Sie ist halt einfach mal so ein Zwischenboss. Aufzugsschlüssel aufgenommen. Nummer 4. So it really was Rachel. Not the end I'd wish for. Ja, wart's nur ab, Parker. Vielleicht endest du auch so. Vielleicht enden wir alle so. So, da vorne war doch der Aufzug, oder? Hier war der Aufzug, genau. Was zum Teufel war das jetzt bitte? Das war nicht ich, ich sag's euch gleich. War das wieder Rachel? Ist Rachel noch nicht tot? Parker, wo hast du die Shotgun her? Does this mean Veltro fooled the FBC too? Don't know. Maybe they're just using whoever they can. Right now, we need to worry more about getting this ship operational. Es wäre schon interessant zu wissen, wo Parker die Shotgun hier hat. Man findet eine Shotgun nicht einfach so. Nee. Ich musste mir das erarbeiten, ja. So, Aufzugsschlüssel. Jetzt wir mal und ziehen am Hebel. Gucken, was passiert. I hear something. Straight into the depths of hell. Oh my God.
Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Ende. Erst so lang, gar nicht so schlecht. Deswegen 150 Feinde. PC-356 für Kampagne. Und neue Pistole freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Speichern, beendet. Dann was wir machen, einfach weiter. In Episode 5. Previously on Resident Evil Revelations. This is the T-Abyss virus. We're equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia. And vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valquinton Mock Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. I hate snow! Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Episode 5. Gelüftete Geheimnisse. It's freezing. Jackass here. We arrived at Valquinton Mock Airport. This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So now what? There's an underground chamber. We're preparing to storm it now. Wow, that sounds like a job for us, don't it, Grinder? Wait, we haven't received authorization yet. It's all right. We're on it, okay? Besides, if you need someone to sniff something out, ain't no one better than my boy here. Hey, I'm right here, Grinder! So, you followed Jessica home. You know where she lives now? Almost. I had her until the very end, but I lost her near the... Hey! You think I'm a stalker, don't you? You said it. Come on, let's go. Und was wäre Resident Evil ohne ein bisschen Komödie? Feels like something's gonna jump out. Watch your footsteps. We need to stay quiet. Yeah, I know. Ja, wir spielen mit dem Idiotenteam. Wir sind wirklich zwei Idioten, glaubt mir. So, wir sind jetzt an dem Flughafen, den ja Chris ausgespäht hat mit seiner Partnerin. Wir sollen jetzt mal untersuchen, was hier so vor sich geht. Ob hier überhaupt was vor sich geht. Was habe ich denn dabei? Ich hab... Idiot! Shh. Weren't you the one who said to stay quiet? Well, even Homer sometimes nods off, you know? Psh, that doesn't even make sense. Come on. Okay, ich habe eine Shotgun, eine Pistole und ein MG. Ich denke mal, ich werde alle davon brauchen. Mal jetzt so ein Heilkraut. Heilkraut ist sehr wichtig. Da ist schon eine riesige Blutspur. Oh, guck mal an die Wand. Was könnte das verursacht haben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ein Licker oder ein Hunter. Nachdem es in dem Spiel keine Licker gibt. Muss es ein Hunter sein. Wir wurden ja in Terra Grigia auch eingesetzt. Haben wir ja vorhin gesehen. Lässt sie nicht öffnen. Sieht aus wie ein Schließmechanismus. Fest verschraubt. Quinn, pass me the screwdriver. Sure, Uh-oh. Please, don't tell me you dropped it. Okay, where is it? I know I had it up until this point. Hold up. I bet you dropped it when you tripped. Moment, du hast hinten eine Schere dabei. Damit kannst du auch Schrauben öffnen, so nebenbei. Mit ein bisschen Feingefühl und Geschick, ja. Yeah, Backtracking wegen dem Schraubenzieher.
Das ist gutes Level-Design. Beziehungsweise ist es wieder so, ah, vergiss nicht, du hast den Genesis dabei. Das ist so die Spielmechanik. Schraubenzieher. Here we are. You are such a klutz. You know that? I'm sorry, Grinder. Das ist exakt dasselbe Schraubenzieher, den Chill auch dabei. Mit dem grün-blauen Griff. Bestimmt eine Verschwörung. So. Moment, so, 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 und so, ja genau. Ja, die Hexspiele halten eigentlich mehr auf, als dass sie sinnvoll wären, definitiv. Die Munition. We might be able to open up that area that's been sealed off. Wir müssen immer genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. The security cameras have got something. This is what I found from the security feeds. That's a freighter, ain't it? Is this Veltro or what? Whoa! Did you see that? Not control BOW? Talk about a wrench in the works. Keep it together, and oh! They never had a chance. The timestamp places the crash at the same time as the one Chris reported. Is that in here? It certainly looks like that. Whoa! What the hell is it? It's a poltergeist! Hey, Quint! I'll switch the feeds. See where it goes. Huh. We got a live one here. Shh, quiet. Hey, what the hell was that? I told you to be quiet. Oh, oh, whoa! There's something there. I don't know what, but we can't see it. Oh, nasty. Hey, did he just drop something? This is definitely for mature viewing audiences. That's some shocking footage there. One of the Vix left it behind. What is it? Verlorenen Gegenstand suchen. Und ja, es gibt unsichtbare Feinde. Hey, this is the place from the security feed. Was hat denn der gute Mann da nur verloren? Eine Bierflasche war es auf jeden Fall nicht. Ah, bin voll. Kann ich mitnehmen. Was haben wir denn hier? Scheinbar ein Teil eines Manifests. So leid es mir tut, das Schicksal nimmt ohne unser Zutun seinen Lauf. Es ist der Wille einer höheren Macht. Die Unreinen werden nicht verflucht. Es ist ihr Schicksal, von den Reißzähnen ihrer Bluthunde zerfetzt zu werden. Ich kann für die Opfer dieser Welt kein Mitleid empfinden, denn sie selbst sind es, die sie so geschaffen haben. Und dieselbe Welt hat diesen Hund seinen Biss genommen. Ich heule nicht mehr, ich schärfe meine Reißzähne, ich brülle nicht mehr, ich schärfe meine Krallen. Alle unsere Kameraden warten auf die Zeit, wenn sie sich für die Sache opfern können. Nur die Jagdhunde haben einen höheren Zweck. Nur sie können die Welt reinigen. Wir jagen nicht allein, wir jagen im Rudel. Wir sind Veltro, Earl Brinvico. Brinvico. Ah, ist wieder das Manifest. Und die Munition? Ne, das ist nicht das, was er verloren hat. Dann war es das hier wahrscheinlich, oder? Chipschlüssel. Also ein USB-Stick im Endeffekt. It's a security token. I can breach the master network of the plane's onboard computer if I can just extract the web key from this dongle. Whatever that means. Just do your thing. It means we can scavenge the data on that freighter. Now you're talking. I've seen enough. Let's head to the crash site.
Was haben wir gelernt? Es gibt unsichtbare Feinde und sie haben ein Internet-Dongle gefunden, ja? Ein USB-Dongle. Warum auch nicht? What's that sound? Water? Yes. It's coming from there. Okay, Chill weiß nicht mal, wie sich Wasser anhört. Rauschendes Wasser. Da bin ich jetzt enttäuscht, Chill. Ich glaube, die alten Charaktere werden immer dümmer. Kann das sein? Ich meine, klar, sie ist jetzt hier auf dem Schiff, aber sie tut so, als hätte sie sich so eine Situation noch nie gehabt. Ja, sie war in Unclear Mountains, in Raccoon Forest, in der Mansion. Da war schon genug seltsames Zeug im Gange, ja. Und dann war sie auch noch in Raccoon City mit Nemesis und Co. Da war auch nochmal ziemlich krankes Zeug im Gange. Und jetzt tut sie so, als hätte sie so etwas noch nie gesehen. Geschweige denn rauschendes Wasser gehört. Where's the leak? Damn it, Veltro. Are you trying to sink the ship along with your new virus? Okay, das erinnert mich so ein bisschen an Titanic, nur in diese Biowaffen. Gewehrmunition, das ist nett. Heilung wäre mir aber lieber. Als Zubehörskiste. Attention! There is flooding in the bilge. The bulkheads cannot be lowered during a power outage. Power can be restored from the engine room. Then we better find the engine room on the double. Ich muss den Maschinenraum finden. Warum sagst du mir so böse Sachen zu mir, Chill? Habe ich da noch was? Nee, habe ich nichts mehr. Lüftungsschacht. Da kommt doch 100% wieder was raus. The water's getting higher. Come on, there's no time to lose. Oh oh, da war was. Ihr habt's gesehen, da war was im Wasser. Ah! Was bist denn du? Ah, das springt mich an. Hilfe. Ah, komm. Das sind aber wieder so nervige Gegner. Du siehst halt nicht, wo sie kommen, aber sie sind halt hier. Und jetzt 2 Meter vor dir auftauchen, wie sollst du da noch reagieren, bitte? Denk mal, durch den heißen Dampf kann ich nicht durch, da schmilzt mir das Gesicht weg. Aber wenigstens 1,5 Grad. Du siehst die Dinger auch überhaupt nicht im Wasser. Wo, wo, wo? Ah, komm. Warum baut man solche Feinde ein, die wo man nicht ausweichen kann? Ich glaube, vorbeilaufen wäre intelligenter gewesen als kämpfen. Das ist auch wieder ein riesiger Lüftungsschacht. Warum müssen Schiffe immer so riesige Lüftungsschächte haben? Dieses Gerät ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht.
Wenn es nicht funktioniert, ermöglicht es keinen Neustart, oder? Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Kielgang gelöst und jetzt strömt Dampf aus. Der Dampf ist kochend heiß, man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf die richtigen Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus der Leitung. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A vor dem Frachtraum, B Maschinenraum oben, C Maschinenraum unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür an einer anderen austritt. Beachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Wird hier nichts mehr repariert auf dem Schiff, oder was? Na, der Hammer. Gut, C, das heißt, unten ist es weg. Ach, das kann ich nur auf C richten. Okay, das heißt, hier kommt der Dampf, da unten kommt der Dampf nicht mehr. Jetzt müsste ich nur noch einen Weg nach unten finden. This is where we reset the power. Nothing's working. I'll see if I can figure this out, okay? I need you, however. So go try that control panel over there. No problem. I'm on it. Ist das nicht nett, dass mich Parker immer im Stich lässt? Er lässt mich immer alleine. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt hier unten. Spezialzüge. Karte untere Innenräume aufgenommen. So, ich müsste den Dampf an dem vorderen Teil abdrehen. In der Mitte fehlt ein Zahnrad. Schuftgewehrmunition. Ein ziemlich. Echt ziemlich großes Ding, wozu es wohl dient. Ich glaube, 100 Pro wird das. Ja! Ja, komm. Lächerlich. Wie sollst du denn da unten bitte legitim durchkommen, ohne dass du Schaden nimmst? Wie soll denn das bitte gehen? Das Wasser ist undurchsichtig, du siehst die Feinde nicht. Die springen dir einfach ins Gesicht. Du kannst nichts dagegen tun. Oder du hast das Glück und siehst sie, wenn sie oben schwimmen. Aber da musst du auch ganz genau aufpassen. Ansonsten bist du jetzt ziemlich verratzt. Ja. Ah, die Viecher. Ich hasse dich. An, das taucht vor dir auf. Setz das zum Sprung an. Und wenn du zu langsam bist, bist du verratzt, wenn du Schaden nimmst, Imas. Kannst doch nicht sein, oder? Er hätte wenigstens das Wasser durchsichtig machen können, dass ich sehe, was da drunter ist. Aber nein, wir nehmen das 3D. Das Wasser, das undurchsichtige Schlickteil da. Ist okay, Captain. Was willst denn du hier? Schade, doch, ich kann doch scannen, okay. Fische kann ich noch nicht scannen. Hallöchen. Eine Bock. Jawohl, besseres Maschinengewehr. Nur ein Spezialzubehör. Man findet ja doch noch ein paar Waffen. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Oh, ich habe fast keine Muni mehr, sehe ich gerade noch. 8 Schuss für die Pistole.
too. It's okay. I made it. Missionskiste für die Jackal. Nemo aus dem Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. Zwei Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege, in Anführungszeichen. Du weißt schon. Wohin? Nein? Mann, du musst wirklich mal einen Zahn zulegen. Ja, dafür brauchen wir das Zahnrad. Damit wir hier den anderen Schlüssel bekommen. Dafür sind die Zahnräder gedacht. So. Jetzt ist hier oben der Dampf weg. Jetzt sind wir ewig gerade. Da drüben war ja auch noch ein Weg. Der Raum ist noch immer voller Dampf. Versuchen wir es woanders. Ja, das ist jetzt genau da vorne. Wo wir schon vorbeigekommen sind. Und ja, jetzt spawnen wieder haufenweise Gegner. So viel ist schon mal sicher. Parker könnte eigentlich auch mitlaufen, der faule Hund. Nein, der steht da oben und guckt nur blöd. Hey, da oben liegt was. BOW-Falle. Das ist jetzt Zahnrad, aber es einfach mal so in die Hosentasche passt. So. Ich will nichts sagen, aber ich höre da irgendwo was. Ah, ich sehe sogar was. Oh mein Gott. Ah, die ist mich halt immer wieder erwischt. Wie gesagt, wir spawnen einfach wieder Feinde. Einfach so. Ist ja nicht so, dass ich irgendeine Muni hätte oder so. Everything's shot to hell in here. I'll try some repairs and radio if it goes well. Jetzt will er das Schiff reparieren. You okay? I'm fine. Running around in circles seems to be what this job is about. Ja, im Kreis laufen darf zur Übung drin seit dem ersten Essen der Übel. Sie öffnet sich nicht. Okay, so will zu diesem Weg. Da hat jemand die Tür zugesperrt. Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Schups. Eine Schockgranate, die könnte im Wasser praktisch sein. Weil ich glaube, das schocke ich mich selber, oder? Ihr blöden Schweine hier. So, da oben war das mit dem Zahnrad, oder? Ja, genau. Zahnrad eingesetzt. Ich will ja nur den Schlüssel, mehr will ich ja gar nicht. Ach, chill, das hast du jetzt nicht mit der Hand drehen können, oder was? Da ist etwas drinnen. Neustartschlüssel. Komme ich jetzt am schnellsten Weg wieder zurück zum Parker? Repairs are complete. Meet me in the engine room. Ich da den Weg. Ach, guck mal, da vorne liegt auch was. Hey, wie kommt man denn da ran, bitte? Kann man das runterschießen? Nein! Ich habe eine wertvolle Kugel verschwendet. Ach, hier bin ich wieder im Maschinenraum. Das war ja einfach. War da vorher nicht irgendwo eine Leiter? Na, so hübscher junger Mann. Was tun Sie denn auf diesem Schiff? Nein! Du Mistvieh! Ja, ertränk mich in deinem Dreckwasser. Ist okay. Ja, wenn du nicht vorbeilaufen kannst an den Pennern. Dieser blöde Ausweichmove, der nie funktioniert. Weil er muss das Timing exakt erwischen. I'm ready to restart this baby. Get in position. Ja, ja, ja. Hetzt du mich nur rum. Ist okay. Mit einem Heilgrad und keiner Munition. Du hast Nerven, ey. Neustartschlüssel benutzt.
There. Good as new. What the? What happened? Ich würde mal sagen, wir sind gleich tot, wenn das Wasser so schnell weiter steckt. Hacker, halt mich! Oh oh. We're running out of time. Damn it! Jill, it's not stopping! Werde ich mal sagen, Pech gehabt. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Resident Evil Revelations, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich sage mir immer, stay tuned. And so long.